Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factions. Auf dem Faction-Server ist eine Menge passiert, wie ihr seht. Jo, also erstmal zu meiner Entschuldigung, warum war ich jetzt so lange inaktiv? Es gab nicht viel von Factions zu berichten. Ist zwar schon einiges passiert, aber naja, wie ihr seht, ist mehr passiert inzwischen. Es gibt einen neuen Spawn und eine neue Kistenwelt, in der ich mich allerdings auch noch nicht sehr gut auskenne. Deshalb dachte ich mir, versuchen wir mal ein paar Kisten zu looten. Gucken wir mal, ob wir hier ein paar finden. Ja, du brauchst mich ja nicht ankicken. Ich sterbe wieso, wenn du mich kickst. Ich hab nämlich nichts. So, versuchen wir mal hier an der Seite irgendwo lang zu rennen und hoffen, dass wir hier ein paar Kisten finden. Es werden auf dem Server direkt sehr wenige Chunks geladen, muss ich feststellen. Und er buggt wieder etwas. Nein, ich weiß noch nicht, wo die Kisten sind. Also nicht so auf jeden Fall. Ein paar finde ich bestimmt. Da haben wir schon mal die erste. So, da haben wir schon mal was zu essen. Wundervoll. Ja, dementsprechend gibt es ja nicht nur einen neuen Spawn, sondern auch eine neue Welt hier. Die Kisten wurden neu verteilt. Und der gute alte Friedhof und so ist nicht mehr da. Schade. War meine Lieblingsanlaufstelle. Aber gut. Jo, inzwischen ist es kalt in Deutschland. Wir haben heute den zweiten Advent. Herzlichen Glückwunsch an euch, die das noch heute sehen. Und der Hot Game hat nichts Besseres zu tun, als hier Faction zu zocken. Ja, ich habe vor, demnächst wieder öfter Faction zu bringen, da ich gesehen habe, dass ihr das ja eigentlich auch wollt. Also liked und teilt es. Dann kommen wieder mehr Folgen. So, zwei Kisten haben wir schon. Gibt es noch mehr? So, ich habe gehört, im Wasser sind definitiv welche. Allerdings muss erstmal ein Wasser finden. Jo, es geht hier übrigens jetzt in dem Level oben bis 71. Das heißt, man kann gut sterben und öfter sterben. Es gibt zwei Städte, so viel wie ich weiß. Also im Endeffekt, die Welt ist jetzt anscheinend auch ein bisschen größer geworden. Wieder nur Essen. So, dass man sagen kann, hey, man hat auch Platz, sich zu verstecken. Und man wird auch nicht so gleich wieder auf den nächsten Sekunden getötet, wie früher war. Vielleicht kommt die alte Welt wieder, keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Oh, geht's Ende. Halt sie nicht da hoch. Ich will aber da nicht hoch. Ich will unten bleiben. Sei denn, da gibt's Chefs. Nein, das ist nicht. Jo. Wird auch in Zukunft ein neues Thumbnail geben für Factions. Und für die Leute, die das wollen, dazu schmetter den Like-Daumen nach oben. Ein Livestream über Factions, Baseball oder PvP. Inzwischen habe ich es auch mal geschafft, in den Leveln etwas nach oben zu kommen. So. Ja. Ich finde hier echt wenig Kisten, muss ich euch sagen. Da ist wieder eine. Also die sind gut verteilt oder auch gut versteckt. Also ich habe keinen Bock, letztens halt durch Zufall irgendwo zwischen Steine Kisten gefunden. Aber ich habe keinen Bock, jetzt hier alle Steine umzudrehen und zu sagen, hey, ist da eine Kiste für mich drin. Allerdings ist es momentan auch nicht so. Was auch einer.
Nein, da wartet der Tod auf mich. Ich hab doch nichts aus Essen. Willst du mein Essen haben? Hier. Ja. Gut. Dazu habe ich also nichts mehr zu sagen. Warum auch? Gehen wir nochmal hier runter. Hübsches Schild und packt bloß irgendwie. Versuchen wir es noch einmal. Sein. Sogar aufräumen. Nur aufräumen bringen die mir ja nicht, weil ich habe ja jetzt nicht meine Enderperle im Inventar. Jo, dann bin ich dabei, meine Base umzubauen. Sie ist jetzt sehr zerstört worden von mir. Der Vorteil ist ja, dass hier zurzeit sehr wenig raided wird. Entschuldigt, ja, dadurch, dass wenig geradet wird, hat man halt auch mal Zeit, seine Base umzubauen. Und zwar bin ich dabei, alles, was Stein ist, wegzuschmettern. Also, wenn ich jetzt nicht gleich mal ein paar Kisten hier finde, dann würde ich mal sagen, dass wir woanders hingehen. Universum oder so. Gucken, ob wir da was reißen können noch. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Aber gut, so können wir euch wenigstens mal eine Runde die Gegend zeigen. Hier sind überall Eisen und so versteckt mit. Kann man sich also auch mal gönnen. Da vorne haben wir wieder Eisenteile. Schön aber natürlich in der alten Welt, dass da eine schöne Kuhle war, da konnte man richtig durchmeinen. So 6 Stunden durch und man hat auch ein bisschen Geld. Hier muss man quer durch die Welt rennen. Also inzwischen bin ich fast verhungert. Ein leichtes Ziel für die anderen. Bin bestimmt schon an 20 Kisten vorbei gerannt. Mindestens. Oder die wurden schon alle weggelootet. Wie gesagt, Leute, ich werde versuchen, nicht so oft inaktiv zu sein. Und dann wollte ich ja auch Playpunkt Paradies wieder zocken. Das ist ja der alte Server ohne Namen. Könnt ihr auch mal besuchen. Playpunkt Paradiese. Paradiese, glaube ich ja. Playpunkt Paradies.de. Könnt ihr mal besuchen. Könnt ihr bauen drauf. Das ist der Freebird Server. Da ist auch Bad Boss drauf, Aura, allerdings Aura erst ab 12 Players. Wird nichts erweitert, der offizielle Release ist ab Januar. Wird natürlich nichts verändern, es wird nichts gelöscht oder so in das Bett. Das heißt, wenn ihr jetzt schon baut auf diesem Server, dann ist da nicht wahr, dass die Klicks sind. Dann bleibt es auch bestehen, also euch keine Sorgen drum machen, aber der offizielle Release ist 1.1.2017 vom Server. Also es kann wieder zu kleinen Fehlern kommen, so umarbeiten am Spawn. Ja, es können noch andere Spielmodis hinzukommen. Kann doch nicht sein, dass hier keine Kisten existieren mehr. Mensch, Leute, ich sollte wieder nachts spielen. Da sind so viele Kisten da.
Geh nochmal darüber. Und dann denke ich mal Ringflaschen rum. Super. Ja, dann denke ich mal, dann nehmen wir mal zur Base. Dann muss ich mir überlegen, wo ich meine legendäre Rüstung so habe. Und dann versuchen wir was bei Rare zu ziehen. So, ab ins Haus. Jo. Auf geht's. Weg sind wir teleportiert zur Baustelle. Eine Big Baustelle. Die hat noch keiner so gesehen. Glaub ich gedacht. So, also ich ziehe bis hier hoch, ziehe meinen Nomant. Dann sind wir hier drauf. Jetzt ist es dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch was. Hier sind werden unsere OP-Kisten. Hier haben wir schon, habe ich schon mal angefangen. Ist ein ganzer Raum voller OP-Kisten. Das heißt, man kommt da nur mit einer Spitzhacke ran, abbauen kann man nicht. Die Wände sind dicht mit Lava und alles. Das heißt, wer sprengt, wird sterben. So ist aufgebaut. Kisten. Dann darüber kommen ein paar Steine. Obsidian wieder. Also man kommt so nicht rein, man kommt nur so ran. Dazu muss man die Steine aufmachen. Das geht natürlich nicht so einfach. Auf jeden Fall nicht für die Gegner. So, jetzt habe ich das Problem, dass an die Kiste, wo ich ran muss, ich nicht mehr rankomme. Jo. Die ist nämlich in dem alten, in der alten Base drin. Und an die komme ich so einfach nicht mehr ran. Einzige, ich könnte mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was rumzulegen habe. So, dann schauen wir mal kurz hier rein. Irgendwo. Wie ihr seht, das hinter ist Lava. Die Kisten verschließen sich gleich wieder selbst. Nein. Ich sollte das in Auktionspost packen. Meine Sachen. Und dunkel ist das, also da muss ich mir noch mal entfernen lassen. Damit wir hier mehr Licht reinkriegen, hab ich nichts mehr. Das dauert auch eine Weile, bis man das jetzt da durchgebuddelt hat alles. Wo ist denn meine Wehrkleidung? Ja, man muss auch richtig treffen, weil sonst... Und vor allen Dingen, man muss aufhören. Also man kann als User der Factions kann man die Kisten zerstören. Logisch, man kann sie ja mit der Spitzhacke abbauen. Ich keine Ruhe, wo sind denn meine Sachen hin? Die sind nicht. Die sind bei den Schafen halt übergekommen. So, hier ganz. Ich glaube, das wird ein bisschen zu dunkel für euch. Hier sind Tür momentan nur drin. Hier ist noch nichts. Und dann ist natürlich momentan noch eine Etage tiefer. Und da unten ist unser kleines Fähmchen. So viel Licht, hallo. Wir brauchen eine Menge Glowstone, also Licht brauchen wir hier massenhaft. Also ich habe mir auch überlegt, ob wir so eine kleine Stadt bauen. So, dass jeder sein Häuschen kriegt. Ist nicht schwer.
So, mal gucken, was die Farm hier sagt. Ihr seht natürlich, glaube ich, jetzt gar nichts. Gut. Das mit den Rare kann ich, glaube ich, jetzt auch sein lassen, weil ich die Rüstung nicht finde. Sehen wir eine nächste Aufnahme dann. Was wir machen können, ist momentan verkäufeln. Ja, dann werde ich versuchen, wie gesagt, öfters wieder mehr ein Video für euch zu machen, nicht so inaktiv zu sein auf YouTube. Und ein neues Projekt habe ich auch vor zu starten, und zwar eine Singleplayer-Welt, beziehungsweise wer von euch kennt CraftTech? Ich werde wahrscheinlich etwas ähnliches wie CraftTech starten. Dafür suche ich noch YouTuber, die Lust haben mitzumachen. Jo. Das Projekt soll auch Anfang, Mitte, Ende Januar starten. Die YouTuber sollten mindestens einmal am Tag aktiv an dem Projekt teilnehmen und sollten dann auch aktiv streamen, aufnehmen. So, gucken wir mal, ob wir ein bisschen Geld haben. Ein bisschen Geld haben wir. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob was der hier tauscht, ob das wieder nur das ist. Ich weiß ja nicht, warum der tauscht gar nicht. Der tauscht ja nicht. Wisst ihr, ich habe euch eigentlich schon gesagt, auf welchen Server ich von Factions da spiele. Auf der 10. Also, wer Lust hat, mich mal zu besuchen, kommt einfach auf Pitforge. Irgendwie ist meine Rüstung verschwunden. Da ist sie dann. Weil da sind voll gar nicht erst drin. Ich hatte so eine schöne rote Rüstung. Sieh, du bist nackig. Sieh dir mal an. So, jetzt gehen wir nochmal nach Hause. Allerdings dachte ich mir, zeige euch mal so, was außenrum ist um meine Factions. Also momentan. Bombenkrater. Jo, ein richtiger fetter Bombenkrater. Und zwar richtig totgelegt. Vorher habe ich gesagt, hier alles wegkommt. Das sollte doch nachher, Leute, so aussehen. Das ist übrigens schon unter meiner Base. Wurde auch der nicht zugebaut. Ja, der Teil, den ihr da hinten seht, hier drüben, blub, da, ab hier, muss noch weg. Und dann wird hier eine OP-Wand entstehen. Wie sie im Buche steht. Aber wörtlich Buch. So, hier mal hoch. Wieder runterfallen. Wie die Liebe. Ja, alles muss hier weg. Alles kommt hier weg. Auch die Außenwand kommt weg. Da habe ich noch eine ganze Menge Obsidian abzubauen. Also wenn ich überlege, wie viel Obsidian ich hier verbaut habe, ich kriege ehrlich gesagt richtig das Kotzen, das wieder abzubauen. Dann habe ich erst mal nicht. Denn so, jetzt sind wir hier noch ein bisschen hoch. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ist echt nicht hoch. Ich kann noch ein paar Kisten. Übrigens, die Geheimkisten sind auch jetzt verschwunden, dadurch, dass ich die alle weggesprengt habe. So,
So sieht es aus. Das wird natürlich bis unten hin reingezogen. Bekommt dann eine Lavawand und eine Wasserwand, damit sich das Ding selbst repariert. So ist hier was drin. Nicht wirklich, aber Essen habe ich jetzt. Ein bisschen Sachen habe ich halt noch ein bisschen hier zu hängen. Jo, das war es eigentlich schon so informativ, was ist passiert, was gibt's noch. Da fragst du ja schon wieder. Mehr gibt es ehrlich gesagt gerade nicht zu sehen. Außer ich meine eigene Rüstung nicht finde. Jo, ich würde beschließen, wir beenden die Aufnahme jetzt damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war informativ. Und wir sehen uns dann mal zur nächsten Folge. Wenn ich euch sage, wie da drin aussieht weiter. Und vor allen Dingen, wenn ich euch Licht gemacht habe, also ich muss jetzt erstmal ganz viel Glowstone kaufen. Glowstone Dust. Und dann war das, ne? Also, ihr habt jetzt die Welt gesehen. Wir werden demnächst nochmal durch die Welt komplett durchrennen. Ohne Kisten zu suchen oder so. Einfach nur, damit ich euch mal zeige, wie sieht die neue Welt aus. Was geht da so ab? Juppie. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch einen wundervollen Advent noch. Und dann sehen wir uns noch zur nächsten Folge. Allerdings nicht jetzt. Oder vielleicht habe ich Lust und nehme doch noch eine Folge auf. Ich weiß noch gar nicht. Nachdem ich so inaktiv war die ganze Zeit. Aber gut, wie gesagt, dafür entschuldige ich mich. Liked mich, teilt mich und empfehlt mich weiter. Und überlegt euch, ob ihr Lust habt auf ein YouTube-Projekt mit vielen YouTubern. Können auch erst recht kleine YouTuber sein, also die aber trotzdem geguckt werden. Ist ja kein Problem. Ihr müsst jetzt keine 1000 oder Millionen Abonnenten haben. Es reicht auch, wenn ihr ein paar habt. Also nur nicht 1, 2, 3 oder so. Vielleicht doch. Also müssen wir auch gucken. Einzeln absprechen. Möglich wird dann über Skype und sonstiges. Und ja. Meine alle Base. So Leute, jetzt aber endgültig. Ich muss euch sagen, ich gehe jetzt. Tschüss.